Hallo und willkommen. Heute ist das Allianz Stadium auf Turin der Ort des Geschehens. Viel Spaß dabei. Und da sehen wir mit welchem Ball. Jetzt ist er durch. Noch die Chance da. Ball kommt rein. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Jetzt haben sie den Ball verloren. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Giovinco. Und das ist der Ballverlust. Da zieht er ab. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Er versucht alles, was er kann, aber klar, er kann einen Torhüter natürlich nicht gleichwertig ersetzen. Insofern kein Vorwurf wegen des Gegentreffers. El Shaarawy. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Verdi. Bernardeschi. Da kommt der Pass. Gute Aktion. Bernardeschi. Abgefälscht mit Tor. Er fälscht den Ball ins eigene Tor ab. Aber Wolf, das kann passieren. Das muss er jetzt abschütteln und sich weiter konzentrieren. Die Mitspieler bieten sich an. Da trennt er ihn vom Ball. Verdi. Einwurf jetzt. De Chilio. Bonaventura. Und jetzt die Chance. Es gibt Ecke. Jetzt der Eckball. Da macht er ihn rein. Keine gute Zuordnung in der Defensive und so fällt das Tor. Ja, bei dem Tor kam die Ecke natürlich richtig klasse rein. Und da sieht man es mal wieder. Es wird sofort gefährlich. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. El Shaarawy. Giovinco. Macht ihn. Abgewehrt vom Torwart. Jetzt gibt's Eckstoß. Ecke kommt rein. Kommt jetzt die Flanke. Abgeblockt. Parolo. Mit dem Ball am El Shaarawy. So, ich glaube, mit diesem Tor ist der Deckel drauf auf dieser Partie, oder? Ja, es sei denn, Wolf, wir erleben noch ein Wunder. Jetzt die Ecke. Verdi. Giovinco. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. So, Konterchance ist erstmal wieder vorbei, da waren sie nicht schnell genug. Die Mitspieler bieten sich an. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Jetzt gibt's gleich die Ecke. Der Ball kommt rein. Und da klingelt im Kasten. Nicht gut verteidigt. Und so machen sie den Treffer nach dieser Ecke. Ecken trainieren sie natürlich. Und hier passt dann alles. Gut reingespielt und ein klasse Abschluss. Giovinco. Macht er ihn. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Können Sie diese Ecke jetzt vielleicht nutzen? Ecke kommt rein. Wie bitter. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Der Ball ist gleich wieder weg. Könnte also noch. Gnabry. Pfosten. Wir sehen es den Mienen der Spieler an. Dieser Alu-Treffer gerade, der sitzt tief. Der
super Pass. Hereingabe jetzt. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Das war ein super Volley. Ja, nicht wirklich einfach, aber der hat eine super Technik. Bernardeschi. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Nun Jovinko. Sie müssen schneller spielen. Und jetzt ein Schuss. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Die Ecke kommt rein. Jetzt vielleicht. Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Das ist natürlich ärgerlich. Macht er ihn. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Bonaventura. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Den spielt er gut. Er zieht ab. Was nicht. Bonaventura. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Das war ein super Volley. Ja, nicht wirklich einfach, aber der hat eine super Technik. Mit dieser Rolle zurechtkommt. Boulay. Wird's jetzt gefährlich. Super, jetzt schießt er. Das ist zum Gäste, ist vorm Ball. Hatten wir noch Meter, ganz klar. Hier nochmal in der Wiederholung, ja klar. Foulspiel hier. Richtige Entscheidung des Referees, da sehen wir hier nochmal ganz deutlich unfaires Einsteigen. Er macht den Elfer. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Bonaventura. Der Versuch. Wahnsinn, der Pass! Wie hat er den denn getroffen? Ein super Tor. Ein unglaubliches Tor. Da ist er volles Risiko gegangen und wurde belohnt. Und man sieht es deutlich, den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen. Auch und besonders da nicht. Was für ein Schuss aus so einer Entfernung. Was für ein Tor. Flanke bringen. Reus mit der Hereingabe jetzt. Der Torwart faustet den Ball weg. Klasse. Den hält er jetzt fest. Die Fans feuern ihr Timo Wambushi. Mal sehen, ob sie das. Schönes Zuspiel. Timo Werner. Da kommt die Flanke. Ah, das haben sie sich verdient. Den Ausgleich wollten sie, das war zu spüren. Jetzt haben sie ihn. Und was geht noch? Sergio Ramos. Özil. Ball wieder. Und jetzt der Schuss. Regulär sind sie. Schöner Pass. Den spielt er gut. Hereingabe jetzt. Oh, ganz starke Aktion. Ja, was für eine Parade. Sonderlob an den Keeper. Das Spiel weiter offen. Unglaublich. Pavano dran. Und es gibt Eckball. Jetzt die Ecke. Gute Aktion von Varane. Schießt er ihn rein. Mit vielleicht die Führung jetzt. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Noch bei der Eckball. Jetzt ein Tor und dann war's das. Die Ecke kommt. Schussversuch. Der Ball kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Nico Schulz. Aus meiner Sicht die verdiente Führung. Ja, sie war die bessere Mannschaft. Ich glaube auch, dass sie das nicht mehr aus der Hand geben. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Ja, da konnte er fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Bei dem Treffer hat alles gepasst. Buschi, die Hereingabe, der gute Abschuss, ein klasse Tor. Hazard und Eriksen. Sie suchen das Loch in der Abwehr.
Das macht er gut. Gut. Bellarabi. Auf außen ist Platz. Timo Werner. Macht er ihn. Jetzt gibt's hier eine Ecke. Ecke kommt rein. Ah, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Prinz! Werner! Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Sie wurden als vermeintlich schwächer eingeschätzt im Vorfeld. Aber zu sehen ist doch wohl nichts, Buschi. Nee, ganz und gar nichts. Sie spielen richtig gut, nicht nur wegen des Treffers, den wir hier nochmal sehen. Ja, schwacher Ball hier. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Pogba. Boateng. Die Gäste werden wechseln. Leonardo Bittencourt. Super Pass. Und jetzt die Chance. Gut. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Der Treffer aus ganz kurzer Entfernung geschickt. Ja, da hat er sich gut bewegt und geahnt, wo der Ball hinkommt. Das Tor selbst ist dann Kindergeburtstag. So, Ecke kommt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Und Volland. Volland! Tor, Kevin Volland! Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Eriksen. Hazard. Jong-min Son. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Gut. Volland! Wie macht er den denn rein? Jetzt der Eckball. Gute Aktion, gut geklärt. Und jetzt die Chance. Und noch eine Ecke. Den Ball erwischt er gar nicht gut. Und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. War nicht gut genug. Rugani. Decilio. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Serge Gnabry. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Der Ball ist drin. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Und da ist das Tor. Die Notlösung ist eben nur eine solche und er kann einem leid tun, dass er sich hier auf ungewohnter Position beweisen muss. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Gerrit hier. Guter Pass. Den Fernschuss nimmt er sich. War aber wohl doch zu groß die Entfernung. Jetzt wird es Ecke geben. Die Ecke kommt rein. Schwache Aktion, Ballverlust. Da ist jetzt Platz. Sambo Anguissa. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Boulay. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Goretzka. Bernardeschi. Hereingabe. Ganz unglücklich. Eigentor. Und das ist natürlich ganz unglücklich gewesen. Er macht den Ball hier ins eigene Tor.
Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Jetzt Giovinco. Parolo. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Kevin, De Bruyne! Ja, das gibt Eckball. Wir sehen, es gibt eine Umstellung, sie bringen einen neuen Mann. Ja, Federico Bernardeschi verlässt den Platz und Leon Goretzka kommt für ihn rein. Und der wird jetzt direkt versuchen, neue Impulse zu setzen. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Buenaventura. Verdi. Parolo. Tolles Zuspiel. Da ist ja alles offen. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Das war ein super Volley. Ja, nicht wirklich einfach, aber der hat eine super Technik. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Parolo. El Shaarawy. El Shaarawy! Für Sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Bernardeschi. El Shaarawy. Da bekommt er Unterstützung. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. El Shaarawy. El Shaarawy. Traumtor. Da zieht er einfach mal ab und dann passt das Ding auch noch. Unfassbar. Trotz der weiten Entfernung hätte er nie und nimmer so frei zum Schuss kommen dürfen. Ein super Tor. Was für ein Traumtor. Da haben sie ihm viel zu viel Platz gelassen. Und dabei ist er doch für seine Tore aus der Distanz bekannt. Was für ein Schuss aus so einer Entfernung. Was für ein Tor. Gutierrez. Christopher Nkunku. Parolo. Bernardeschi. El Shaarawy. Sie warten. Verdi! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Keine Überraschung für mich, dass Sie hier getroffen haben. Für dich, Buschi? Nee, ganz und gar nicht, Wolf. Sie sind besser im Spiel und hatten ja schon einige wirklich gute Gelegenheiten. Schürrle. Jetzt kann er flanken. Und die Situation geklärt. Buenaventura. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Gutierrez. Christopher Nkunku. Schwache Aktion, Ballverlust. Klasse Pass. Da müssen sie aufpassen. Giovinco. Was für ein Tor. Kurze Distanz, das war dann nicht allzu schwierig. Bujalika. Gutierrez. Und Schürrle. Klasse Pass. Er macht das Spiel schnell. Das wird die Abwehrspieler richtig motivieren. Sie waren eigentlich schon geschlagen, aber haben dann irgendwie doch noch den Ball erobert.
Verdi. Er zieht ab. Und Tor! Da setzen sie noch einen drauf und spielen es hier, und das finde ich gut, konsequent zu Ende. Kurz vor Schluss legen sie hier nochmal nach. Ja, das Spiel ist natürlich längst entschieden, aber klar, so eine Chance nimmst du trotzdem gerne mit. Hier haben wir die Einblendung, so läuft die Heimmannschaft heute auf. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. So, jetzt wissen wir ja, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Stuani! Und Eckstoß. Ecke kommt. Super Aktion, gut geklärt. Tah. Casemiro. Schießt er ihn rein. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Klasse Tor. Super den Ball direkt genommen. Und da machst du als Keeper aber auch gar nichts. Ein wunderschön herausgespielter Treffer. Da muss man auch den Passgeber mal loben. Jetzt gibt's Einwurf. Tah. Casemiro. Goretzka. Ein fantastisches Tor. Das hat er klasse gemacht. Ja, richtig. Dass er den Ball hier direkt nimmt. Genau so muss er es machen. Hier nochmal dieser Treffer.